Hallo Freunde, willkommen zurück bei Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir mit dem zweiten Dungeon begonnen. Die Mine der Goronen. Nun, was soll ich sagen? Es ist sehr kompliziert, es ist aber auch sehr geil designt. Ein Herzteil haben wir bereits gefunden. Und es kommt sehr viel Physik hier vor. Also es ist eigentlich schon ein Wunder, dass ich diesen Dungeon eigentlich ganz geil finde, denn Physik hasse ich. Naja. Was mich aber mal interessieren würde, ist, und das mache ich jetzt mal so als kleine Umfrage, wie viele von den Zuschauern kennen das Spiel eigentlich? Also haben es schon durchgespielt? Und wie viele spielen es oder schauen es blind zu? Weil ich spiele es ja blind und mich würde schon interessieren, ob es einige blind Zuschauer gibt. Weil bei Zelda ist es eigentlich immer so, entweder man mag es und man schaut es, und alle, die es nicht mögen, die schauen es eben nicht. Genauso war es ja bei mir auch. Ich habe das Spiel ja, die ganze Reihe ja vor einem Jahr noch gehasst. Und jetzt zählt es zu meinen Lieblingsspielen. Und ich glaube, hier muss ich mich fallen. Ja. Und ich habe das halt beobachtet, dass das immer so ist. Bei Zelda. Wenn man es kennt und mag, dann schaut man es. Aber so Blind-Zugucker gibt es fast gar nicht. Aber gut, ihr könnt mich von was anderem überzeugen. Deswegen frage ich euch ja. Wir sind scheinbar wieder in diesem großen Raum und oh, ziemlich viele Trottel. Ja, dann kommt mal her, Freunde. Gibt's auf die Fresse. Hallo, bam und Fangstoß, down. Oh, was ist das denn? Weg da. Hey, willst du gestochen werden? Nicht pervers sehen jetzt. Und du? Schildattacke. Bringt das den nicht um? Schade. Nein, nicht da draufhauen. Auf den Deppen da. Ja, wisst ihr, wo jetzt herkommen, du Nervensäge? Gibt's doch gar nicht. Ja, Krutze, fix! Und du kriegst nochmal den Fangstoß ab! Down. Da ist noch einer. Und das hier! Und auch du kriegst den Fangstoß. So, das müssen jetzt alle gewesen sein. Moment, bevor wir den Schalter reindrücken, möchte ich mich nochmal umgucken. Gibt's da noch was? Nein? Okay, dann hauen wir den rein. Aha. Mein Magnet bewegt sich. Und scheinbar kann ich jetzt zu neuen Orten kommen. Mhm. Okay. An dem Punkt da vorne. So, so. Ob links oder rechts, weiß ich nicht. Links. Das sieht mir sehr nach dem Anfang aus. Also, oder rechts, was auch immer. Auf jeden Fall hier lang. Die andere Seite müsste mich zum Anfang zurückbringen. Ja, so ist es. Das hier ist neu. Hey, Freunde! Du auch. Du zählst auch zu Freunden. Jetzt hat auch mal der Move geklappt. Sehr gut. Sehr stylisch. Herz, ja. Danke. Und rein damit. Oh, noch ein neuer Magnet. Benutzen wir den noch gleich mal. Geht der nur noch da rechts? Okay. Oh, noch mehr Honks. Was geht denn ab, ey? Erstmal aus der Reichweite, damit die mich nicht angreifen können. Krieg dann einen Fangstoß. Krieg mal das Vieh dann nieder hier. Ja, hat nicht ganz geklappt, ist ausgewichen. Aber jetzt habe ich beide gleichzeitig erwischt. Ist doch toll. Ist doch super. Yeah. Ja, dann tät ich sagen, gehen wir mal ganz gechillt durch diese Tür hier. Ja. Oh, da kommen jetzt aber viele neue Räume. Und hier haben wir wieder Wasser. Und scheiße, was ist das denn? Ist das eine Spinnenart? Nein, ich hasse Spinnen! Das nicht! Nein! Drecksfähige Sterben! Ah. Ekelhaft. Turbine, okay. Ja, was jetzt? Schwimmen. Darunter schwimmen, oder was? Oh, verdammt, da kommt wieder so eine Dreckspinne. Muss ich erstmal flippen. Okay. Was macht eine Truhe da unten? Ich glaube, ich sollte mir diesen Lake hier mal genauer ansehen. Ein Schlüssel.
Also, darüber muss ich... Ist hier noch was versteckt, sag mal? Da muss ich mich ja fast bei dieser Spinne hier bedanken. Weil ohne die wäre ich jetzt gleich direkt darunter gegangen. Und hätte nicht mehr geguckt, was da abgeht. Ich glaube, sonst ist da nichts mehr. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Nee, irgendwie nicht. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Okay, alles klar. Dann war alles perfekt. Ich musste den Schlüssel holen und ich muss jetzt auch hier runter. Ganz sicher. Gibt's gar keinen anderen Weg. Kann ich das reindrücken? Okay. Na, dann läuft's doch. Ja, und jetzt hoch. Schnell auftauchen! Okay. Aha. Finde ich gut, wie die hier im Wasser schwimmen, diese Kisten. Sieht ganz gut aus. Und da haben wir wieder einen Schalter. Kriegen wir wieder einen Magneten? Tatsächlich. Aha. Sonst noch was hier? Nee? Gut, dann springen wir doch da mal rein. Und sind hier oben. Okay. Klingt geil. Und runter. Ich finde es nur schade, dass es so ziemlich langsam ist mit dem Ding. Aber sonst finde ich das alles ganz geil. Hier auch nochmal das Spielchen. Oh, muss ich da jetzt mal runterspringen? Oh, krass. Sieht so aus. Okay, da kann doch nichts schief gehen. Lass ruhig los. Dann nochmal ein bisschen drüber, oder? Nee, lass lieber. Egal, lass los. Ah! Bam! Yeah! Wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, hier muss ich offensichtlich nun runter von meinen Eiselstiefel. Und ich habe hier eine kleine Truhe. 20 Rubine! Und was ist das? Ach, der macht das Teil auf. Oh Gott, wo ist das Tor? Jetzt weiß ich nicht, wo das ist. Achso, da ist es. Ja, dann los, geht durch, geht durch. Geht schon wieder zu. Da kommen gleich Freunde daher. Schnell, Wirbelattacke. Und, ja. Ach, musste das jetzt sein? Und bevor ich zuschlagen wollte. Bist du tot? Ja. Good job. So, schauen wir uns in diesem Raum mal um. Da kann ich hoch. Da gibt es wieder so ein Kristall, da kann ich wahrscheinlich zurück. Und what the hell? Diese Laserzyklopen, die man auch schon aus Wind Waker und A Link to the Past und wahrscheinlich noch vielen anderen Spielen kennt. Also Zelda 1, Zelda 2 gab es die, glaube ich, auch. Also Zelda 1 ziemlich sicher und A Link to the Past. Achso, habe ich schon gesagt. Link's Awakening wollte ich sagen, genau, da gibt es die auch. Also das ist eine Gegnerart, die gibt es sehr, sehr oft. Diese Laserzyklopen. Die konnte man immer mit den Pfeilen besiegen, glaube ich. Aber ich habe keine Pfeile. Ob es mit dem... Oh, stimmt. Vielleicht geht's mit der Schleuder. Und wow, da ist eine Truhe. Vielleicht geht's mit der Schleuder. Aber gucken wir erstmal, was wir hier zu holen bekommen. Und dann kann ich versuchen, diese dreckigen Asozialen zu besiegen. Ist hier vielleicht der Kompass endlich mal? Wow, wieder ein Herzteil! Damit waren eigentlich beide Herzteile in diesem Dungeon relativ einfach, nicht wahr? Das ist ja auch nicht schlecht. Kann ich gleich mal gucken, was da jetzt ist. Aha. Sollten wir auf jeden Fall mal nachsehen. Ach, Quatsch. Pack doch den Bumerang weg. So. Und loslassen. Gut. Das muss ich offensichtlich durchschneiden. Aber was haben wir hier Schönes? Ist da noch was? Nö, nur Rubine. Okay, dann... Da ist auch eine zugeschlossene Tür. Der Schlüssel aus dem Wasser. Den braucht man jetzt. Läuft doch perfekt hier. Geh mal durch. Aha, sind wieder draußen.
Sisse. Scheiße. Schon wieder diese Honks mit den Pfeilen. Idioten. Ja, was soll ich machen? Ich muss einfach durchrennen. Wo lang? Ich weiß ja nicht mal, wo lang. Hier lang? Nee, sieht irgendwie falsch aus. Ist, glaube ich, auch falsch. Hilfe. Von da treffen sie mich aber noch nicht. Doch, jetzt treffen sie mich. Scheiße. Scheiße. Oh, da ist so ein Laserzyklop. Da ist eine Schatztruhe gewesen. Fuck. Was geht denn hier jetzt eigentlich ab? 20 Rubine wieder mal? Oder 10 oder so ein Zeug? Was? Schlüssel sind auch in kleinen Truhen? War doch bisher nie so, oder? Uah, lass mich in Ruhe. Aber jetzt kann ich mal austesten, ob das Arschloch mit der Schleuder down geht. Die Schleuder wird sowieso so gut wie überhaupt nicht genutzt, fällt mir auf. Aua! Was soll denn die Scheiße? Nein, das geht nicht. Verdammt. Wäre ja auch so schön gewesen, oder? Link brennt, der Arme. Was machen wir denn jetzt? Ich habe zwar einen Schlüssel, aber was kann ich mit dem anfangen? Achso, da ist ja noch ein Weg. Noch zwei Wege sogar. Oder nee, Quatsch, von da bin ich gekommen. Da geht's nicht weiter, also muss es hier weitergehen. Wow, wow. Wir sprechen uns noch, ihr Deppen. Wir sind hier richtig, sehr gut. Es wird wieder sehr mit Magnet gespielt und ich glaube, da ist eine Truhe, oder? Das sieht aus wie eine Truhe, ja. Es muss eine Truhe sein. Da muss ich irgendwie hinkommen. Pff, was ist das denn? Also hier kann ich... Schnell! Aktivier das Ding! Oh, scheiße! Ich hätte mich... Ich hätte chillen sollen. Ich wusste nicht, dass es so schnell sich wieder umdreht. Ach, und ihr lasst mich... Ruhe! Verdammt! Komme ich jetzt wieder hoch? How the hell komme ich da wieder hoch? Ah, okay, ist ja ganz einfach. Man hat nur wenig Zeit. Das ist das Problem. So, jetzt aktivieren, dann kann einem nichts passieren. Warten wir einfach. Nehmen die Stiefel. Ablaufen, laufen, 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 chillen. La, 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 la. Physik ist toll. Scherz. Und jetzt chillen wir auch nochmal. Super Sache. So, und jetzt schnell da hoch. Dann passt es. Allerdings bin ich jetzt ja trotz allem nicht zur Truhe gekommen. Dazu muss ich hier hoch, wie es aussieht. Nicht wahr? Ja, muss ich. Gut, da komme ich aber so noch nicht hin. Vielleicht durch diesen Raum hier. Das ist ein kleiner Raum, sieht man auf der Karte. Ach was. Wir haben wieder einen dieser Goronenmeister gefunden. Goronenältesten, genau sowas. Hat der wieder Truhen oder sowas? Tatsächlich, ja, eine. Mit 10 Rubinen. Okay, aber hallo, ich vermisse den Kompass. Warum kriegt man den immer so spät und was zum Teufel? Irgendwie bin ich jetzt gerade nicht zu dem gegangen, aber okay. Warte, komm her. Ja, ja, ist ja gut. Was war das für ein Geräusch? Oh, geil. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bisher geschafft hast. Ich bin einer der 4 Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ibizo. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Wir haben das 2. Schlüsselfragment. Ich nehme mal an, dass es der Masterschlüssel wird, das man hier zusammensetzt, oder wie? Ach, jetzt, da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Aus alten Zeiten? Ist das eine Anspielung auf Ocarina of Time? Also Links Vorfahre? Sie ist sehr wertvoll und wird seit
Generations von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht, aber auch nur vielleicht, von Nutzen sein. Es ist ja nicht so, dass es in jedem Dungeon ein Dungeon-Item gibt. Deswegen muss ich das vielleicht nochmal betonen. Jedenfalls, die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort im Tiefen des Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Ein Wächter. Ja, du erzählst mir Dinge. Jedenfalls kommen wir hier hoch. Aber Alter, wo ist der scheiß Kompass? Ich habe wahrscheinlich schon ein paar Truhen vergessen. Also vor allem im Anfangsbereich. Jetzt hat... im zweiten Part, also der Part hier, glaube ich mal nicht. Aber im ersten Part, glaube ich, habe ich mindestens eine verkackt. Ich brauche den Kompass. Aber gut, gehen wir erstmal hier weiter. Eine andere Wahl geht sowieso nicht. Aber eine Waffe aus alten Zeiten. Das könnte einiges sein. Weiß ich nicht. Also jetzt zu spekulieren ist Quatsch. Nee, ich weiß es echt nicht. Also, lass mal uns überraschen. Beziehungsweise, ich lass mich überraschen. Ihr wisst es wahrscheinlich eh alle. Och, Link, mach mal schneller, komm. Kann ich mich hier schon fallen lassen? Nein, ich will es nicht riskieren. Will es nicht riskieren. Aber hier müsste es schon gehen. Ja, komm, chill. Passt. Da ist die Truhe. Aufmachen. Schlüssel oder Rubine? Rubine. Ich glaube, das war nur eine Ausnahme, dass der Schlüssel in so einer kleinen Truhe vorhin war. Das ist nämlich echt ungewöhnlich. Normalerweise ist er auch in so einer großen, oder kommt halt keine Filmsequenz. Naja. Mach mal das auf hier. Oh. 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 Am Ende dieses Parts präsentiere ich euch den Zwischenboss. Wie ich sehe. Und da brauche ich hundertprozentig auch die Teile, weil umsonst ist das hier nicht so platziert. Oh Gott, was ist denn das für ein Mega-Corone? Ein Mensch! Was sucht denn ein Mensch in einem Mord mit diesem? Ich darf keine Worte, ich lasse niemanden an den Scherzen. Scheiße. Oh, der hat's einmal richtig drauf. Damn! Wie machen wir denn den Platz? Schildattacke, oder? Komm her. Fall um! Fall doch um! Ha, daneben. Ach so, ich kann ihn auch. Ich kann ihn auch mit meinem Schwert angreifen. Okay, Schildattacke zeigt sogar gar keine Wirkung. Dann muss ich mit dem Schwert angreifen. Wartet mal. Wenn er auf mich zukommt. Oder wenn er diese Attacke macht, genau. Genau, wenn er angreift. Muss ich runter von meinen Stiefeln. Dann bin ich schneller. Man kann ihn angreifen! Und ja! Jetzt hat's geklappt. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Greif ihn doch! Ja, und so muss das gemacht werden. Und dann wie Bowser. Genial. Komm her, du. Depp, du. Oh, oh. Ich rutsche ab. Am Rand zu bleiben ist gar keine schlechte Idee. Also können wir, so können wir ihn leichter runterschubsen. Allerdings muss ich aufpassen. Okay, jetzt greift er an. Komm, gib ihm einen Stich und... Ja. Schnell die Eisenstiefel und greifen. Und dann runter in die Lava. Oh. Gute Sache. Ich schätze mal noch ein Leben. Komm her. Komm, greif an. Greif mich an. Genau so macht das. Und dann. Ja. Sehe nichts und ich hab dich trotzdem. Down. Perfekt. Und von dir kriege ich das Item. Mist. Da denkt man, das ist ein Mensch und dann ist das ein Killer. Oh. Du verfällst etwa zu unserem Oberhaupt. Also gut, denn die Waffe des Helden aus alten Zeiten, aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst, klar? Ja, das wollte ich ja sowieso. Das ist ja mein Auftrag. Wir hätten jetzt hier gar nicht fighten müssen, Junge. Die Lava steigt. Wir haben jetzt Zugang zu allen oberen Bereichen scheinbar, oder? Ja, cool. Wo ist das Item jetzt? Ja, nicht den anvisieren. Der hat doch was ausgespuckt. Oder täusche ich mich? Bin ich bescheuert?
Ey Junge, wo ist das Ding hin? Mit deinen Fähigkeiten kannst du vielleicht sogar unsere Oberhaupt zum Vernunft bringen, Mann. Obwohl sicher nicht leicht wird, Mann. Nimm die Waffe des Helden und sollte Zeit und hilf unserem Oberhaupt, bitte. Ja, wo hast du's hin? Ach, leck mich doch. Hier waren wir noch nicht. Das ist ein klitzekleiner Raum. Vielleicht habe ich mich nur getäuscht. Ich hab gedacht, dass irgendwas aus seinem Maul rausgekommen ist. Und das ist dann auf den Boden gefallen. Vielleicht habe ich mich auch nur verschaut. Kann ja sein. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und guck. Ah ja, okay. Okay, habe ich mich tatsächlich nur verguckt. Vorsicht. Jetzt bloß nicht von sowas ärgern lassen. Noch so ein Vieh? Nein. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Was haben wir hier? Es ist der Heroinbogen. So schnell kriege ich also den Bogen, aha. Schatz der Kronen, der einst dem legendären Helden gehabt haben soll. Lege ihn mit Y oder X an und schieße, indem du den Knopf loslässt. Du kannst bis zu 30 Pfeile bei dir tragen. Das ist doch geil. Habe ich auch gleich Feuerpfeile und Eispfeile? Ich schätze mal, nein. Aber immerhin kann ich mich nun gegen diese Feuerpfeil-Honks da wehren. Und würde ich sagen, gibt es im nächsten Part erstmal Rache. Oder? Wo geht's denn überhaupt weiter? Ah ja, hier muss ich irgendwas mit dem Pfeil machen, schätze ich mal. Ist auch egal, wir werden das alles demnächst rausfinden. Bis dann und tschüss.